moin, liebe Leute. Freundinnen. Und Cool-Eisbecher. Wir sind die Kopfkracher. Gescher. Und Fridanko. Und das ist unser Podcast. Folge 6. Ah, Titel? Der Spießer in uns. Der Spießer in uns. Und was hat das eigentlich mit Virginia jetzt zu tun? Richtig, so viel wie mit einem Messerstecher. Ja, so, aber lass uns doch erstmal reingehen. Wie geht's dir? Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Ich habe einen tollen, frischen Tee neben mir. Das ist gut, ich auch. Du auch? Ja, also er ist bei mir nicht mehr frisch und schon kalt, aber es ist ein Tee. Fabelhafte Grundvoraussetzungen. Ansonsten können wir einfach loslegen, oder? Ja, ich... Moment. Nee, erstmal schickst du mir hier... Seit Wochen schickst du mir hier Fotos von deinem neuen Proberaum. Das ist kein Proberaum. Das ist ein? Musikzimmer. Kannst du es dann von der Steuer absetzen, wenn du so nennst, oder? Genau, darum geht es mir. Okay. Ja, dann ist es das Musikzimmer. Und somit sind wir auch schon im Thema Spießer, ne? Nein. Ah, sehr gut. Ja, und vielleicht würde ich gern nochmal den lieben Leuten hier sagen, was wir am 3. Oktober gemacht haben. Das interessiert vielleicht den einen oder anderen. Ja, da haben wir nämlich dieses Musikzimmer eingeweiht. Da war Fridanko bei mir und dann haben wir ein bisschen Musik gemacht. Und Fridanko hat mir auch geholfen beim Verkabeln, weil ich das nicht zu Ende verkabeln konnte, weil ich mit dem Hund draußen war. Wir müssen ja vorne anfangen. Also ich habe dich besucht. Wir hatten ein Wochenende, Samstag, Sonntag quasi. Und es hieß, da werden wir richtig viel Musik machen. Es geht nur an diesem Wochenende. Also es durfte eigentlich nichts passieren. Das war Grundvoraussetzung. Richtig. Und ich sollte auf jeden Fall schon alles verkabelt haben und das Musikzimmer auch schon soweit vorbereitet haben. Und ich sag mal so, also ich habe 3 Tage vorher angefangen, den Fußboden zu verlegen. Also ich habe wirklich mit den Basics erstmal losgelegt. Ne? Also Fußboden im Musikzimmer zu haben, ist ja schon ganz gut. Und dann kam der Teppich an, den habe ich verlegt und so weiter. Dann war ich mit dem Hund draußen und der Hund hat einen Fasan gesehen, hat sich gedacht, den kriege ich und hat nicht dran gedacht, dass ich ja auch noch an seiner Leine dran hänge. Es ist seine Leine, ja, ist richtig, aber ich hänge da dran und ich saß auf dem Fahrrad, habe mich hingelegt, hatte dann einen sehr dunkel lilanen, war so lila, ne? Lila, stark angeschwollenen, nein, es war der Ringfinger. Ringfinger. Linke Hand. Trotzdem blöd, wenn man jetzt irgendwie etwas verkabeln möchte, trotzdem auch, also weil man das erstmal kühlen musste und so weiter, dann war also diese gesamte linke Hand nicht so richtig zu gebrauchen und auch ein bisschen blöd beim Bass spielen oder beim Gitarre spielen und so, ja, das ist schon... Ja, ja. Oder beim Verkabeln, wie du schon sagtest. Aber gut, dass dein technisch versierter Bruder da war, ja. Ja, richtig, der kam dann nämlich an und hat mir einfach geholfen. Beim Verkabeln und so haben wir dann die Hälfte des Tages verbracht. Mit Kabeln. Wir haben uns verkabelt gegenseitig. Aber dann am Ende war alles verkabelt. Also vieles. Und wir haben auch ein bisschen Musik gemacht. Können wir auch wir so haben sagen. Auch Musik. Richtig, genau. Da können wir nochmal einen Check vielleicht dranhängen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, und unsere letzte Folge hatten wir ja auch mit Mo als Gast. Und wir haben uns überlegt, das werden wir öfter machen, denke ich, oder? Ach, jemanden zu Gast haben? Warum nicht? Wenn diese Person uns nach dem Mund redet, sage ich mal. Und Mute-Knopf. Ein Mute-Knopf sollte auf jeden Fall möglich. Also der muss da sein. Weißt du, wenn du so analog einen Gast da hast, ne, und der geht nicht, kannst du wenig machen. Hier kannst du einfach auf Mute und dann einfach nochmal weitersprechen. Ist jetzt auch gerade ganz blöd, bin in den Tunnel gefahren. Hm. Ah ja, ärgerlich. Verbindung abgerissen, ja. Moment, das sagen sehr viele immer zu mir. Gut. Ich habe mir diese Tunnel-App runtergeladen. Diese Tunnel. Ich kann nicht. Ja. Sehr gute App. Aber wir kommen immer zum Mutkopf zurück. Kommen wir zum Thema Spießigkeit. Mhm. Ich dachte mir, wie rollen wir es auf? Du hast es gerade ein Thema von dir. Und ich würde sagen, wir starten erstmal vielleicht mit einer Definition, damit wir uns einigen können, was das genau für uns ist. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir das hinkriegen, aber ja, das ist eine gute Idee. Gut. Soll ich mal starten einfach? Ja, starte du mal. Wenn du vielleicht dir schon was überlegt hast, ja gerne. Ich hatte mir was überlegt und für mich war einfach, was ist Spießigkeit? Habe ich mir mich mal hingesetzt und die Augen zugemacht und mir überlegt, was könnte das sein? Und für mich ist das erstmal eigentlich eine Ablehnung von allem anderen und Unbekannten. Mhm. Also wenn immer etwas anders ist oder unbekannt, finde ich es erstmal doof. Mhm.
Heißt im Umkehrschluss, ein Spießer geht stets in ausgetretenen Bahnen, quasi nach dem Motto, das haben wir immer schon so gemacht, das machen wir auch jetzt so. Ja, ich glaube, ich hätte das auch recht ähnlich definiert. Ich hätte vielleicht auch gesagt, dass er sich selbst die Bahnen austritt. Also das, ich weiß nicht, ob es so, ja, gibt es bestimmt auch Gemeinspießigkeit, aber es gibt auch dieses, dass man sich Neuem und neuen Ansichten einfach gegenüber sehr verschließt. Und das wäre so für mich auch der Inbegriff von Spießigkeit. Das ist auf jeden Fall so eines der Schlüsselelemente. Denn bei allen anderen Definitionen, die auch ich so denke, die scheinen mir sehr willkürlich zu sein. Also ich kenne zum Beispiel jemanden, den ich prinzipiell so ins sehr unspießige Spektrum eingeordnet hätte. Also ich würde jetzt von dem Spektrum erstmal so sprechen. Ne? Achso, ja, red du von dem Spektrum, dann bin ich nicht gemeint. Genau. Der wäre so auf der unspießigen Seite. Und trotzdem gilt bei dem Schuhe aus. So, da könnte man sagen, das ist aber sehr spießig. Aber man könnte auch sagen, ist ja auch irgendwie vielleicht vernünftig. Ah, der ist der schmale Grat zwischen Spießigkeit und Vernunft. Ja, irgendwie schon. Okay. Na, also, keine Ahnung, wenn ich jetzt auch vom Mac-Dienst zurückkomme und schlammige Stiefel anhabe. Den Fall mal gestellt. Genau, richtig. Und dann heißt es so, du trägst den ganzen Acker hier ins Haus, ne, dann weiß ich nicht, ob das spießig ist. Also, aber auf der anderen Seite gibt es halt auch Menschen, die sagen dann irgendwie, jetzt hier mit deinen schmutzigen Socken hier in mein Zimmer. Da würde ich sagen, das ist ein Grenzfall. Kommt drauf an, ob das ein Mitwohner ist, den du magst oder nicht. Ja, Spießigkeit hat viel mit Sympathie zu... Nein, hat's nicht. Naja, kommt immer auch ein bisschen drauf an. Also ich habe mir überlegt, wie könnte der perfekte Spießer aussehen? Mhm. Also wenn wir jetzt mal alles auf die Spitze treiben. Und mir ist sofort Alfred eingefallen, Ekel-Alfred. Alfred Tetzlaff hieß der, glaube ich, ne? Ja. Könnte das ein Prototyp eines Spießers sein? Gespielt vom hervorragenden Wolfgang Mengen, wenn ich mich auch recht entsinne. Du hast doch vorher gespickt, oder? Ja. Da habe ich nachgeguckt. Ja. Ich wollte so ein bisschen spießig. Nein. Ich wollte gucken. Das ist auf jeden Fall gut. So in künstlerischer Hinsicht irgendwie so ein Prototyp, ja, in diese Richtung. Da stimme ich dafür. Ich werde eine Definition vorlesen, die ich aus dem Brockhaus heraus gerissen habe, die Seite. Jetzt, wenn jemand anderes nachgucken möchte, dann denkt er sich, warum soll ich da nachgucken? Ich habe doch auch Wikipedia. Okay. Ja, ich bin ne C64-Generation. So viel zum Thema Neuem verschlossen. pass auf, dann kannst du dein psychologisches Profil schärfen. Laut Brockhaus ist ein Spießer ein, Zitat, engstirniger Mensch, der sich an überlebten Anschauungen und moralischen Grundsätzen orientiert, Neuerungen und Fortschritte ablehnt und seinen sozialen Status verteidigt. Den sozialen Status verteidigt, okay, alles klar. Überlebten Anschauungen und moralischen Grundsätzen orientiert, okay. Also das heißt nicht nur die Pfade sind so ausgetreten, dass andere Leute schon sagen, Leute, warum, hier ist eine Autobahn und du bist immer noch auf diesem komischen Pfad unterwegs. Komisch. Mit einer Kutsche noch. Mit einer Kutsche, genau. Und machst dich hier über alle Leute oder echauffierst dich über alle Menschen, die nicht deinen komischen Pfad nachgehen wollen. Nee, so ungefähr, ne? Ja. Sehr gut. Darf ich an dieser Stelle einmal das lustige Zitate-Raten einschieben, weil es gerade passen würde? Oh ja, bitte. Dann bitte. Aber dann möchte ich anfangen. Okay, spiel den Jingle. Zitate. So, pass auf. Wenn du hier plötzlich... Das ist jetzt auch ein bisschen unspießig, dass du unseren ganzen Ablauf, den ich hier akribisch aufgeschrieben habe, durcheinander wirfst und einfach jetzt eine andere Sache nach vorne holst. Musst du flexibel sein. Ich weiß, das ist schwierig in deinem Alter, aber musst du einfach mal versuchen. Ah, pass auf. Ich hab einen Intellektuellen rausgesucht. Ist klar. Ich bin jetzt auf alles vorbereitet. Pass auf. Deswegen musst du mir das gleich erklären, was gemeint ist. Zitat. Der Spießer... Doppelpunkt. Gegen alles, was er nicht gewohnt ist, ist er zur Stelle. Jederzeit. Ja. 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 Es ist eine kleine Verbindung zum Vogtland-Thema nochmal. Rückwirkend. Das stimmt. Da gibt es viele Parallelen. Das ist mir auch aufgefallen bei der Recherche.
Es ist auf jeden Fall Nachkriegsdeutschland, würde ich sagen. Das kann gut sein. Es ist ein deutscher Mensch, würde ich jetzt sagen. Ja. Und er ist nach 1945, aber noch vor 2000, irgendwo in diesem... Ja, also er ist definitiv vor dem Ersten Weltkrieg geboren. Er ist noch im welches Jahrhundert ist das? Das 19. Jahrhundert, ne? Was? Also 1800 irgendwas geboren. Ist er geboren. Ja, alles richtig. Klar, wer soll das dann sein? Nietzsche? Nein, Quatsch. Das ist... Ja, pass auf, ich löse auf. Es ist Ernst Bloch. Ernst Bloch? Ach was. Ernst Bloch. Ja. Ernst Bloch. Okay, gut. Ich kenne ihn nur in Verbindung mit Marx. Ja. Das ist so meine... Aber selbst gut. Da hast du da jetzt irgendwie... Also, tut mir leid, da muss ich dich total enttäuschen als Intellektueller. Ich habe wenig Connections mit Ernst Bloch. Ja, warum? Moment. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Hast du da eine Connection? Hm. Nee. Ich benutze aber immer so ein College-Bloch. Darf ich auch noch einen bringen? Ja, bitte? Andere Leute sagt man ja mal, das ist ein A-Loch. Und bei ihm ist es ein B-Loch. Okay. Oh. Ich streich den vom Zettel. Was ist dein Schlaumeier-Spruch, bitte? Ja, ich habe auch eine Definition praktisch. Und zwar, ein Spießer ist radikal angepasst an seine Vorurteile. Oh, schön, der gefällt mir sehr gut. Radikal angepasst an seine Vorurteile. Jo. Jetzt soll ich raten, wer das gesagt hat. Kannst du mir irgendeine Hilfestellung geben? Nein, kann ich dir nicht. Also es ist ein Aphoristiker und Stadtphilosoph. Mal eine andere Frage. Habe ich den Namen überhaupt schon mal gehört? Ich weiß es nicht. Den Gut. Vornamen schon. Stefan? Dicht bei. Elmar Kupke. Elmar Kupke. Wer kennt ihn nicht? Aber er ist ein kluger Mann. Ist Elmar nicht der Typ aus der Sesamstraße, der in der Mülltonne wohnt? Genau, der. Ja. Und der hat das gesagt? Der hat das gesagt. Elmar Kupke, ich wusste nicht, dass der einen Namen hat. Nee, ich kenne ihn nicht. Wann hat er gelebt? Bis 2018 hat er gelebt. Bis 2018, Moment. Der ist geboren 1942, gesagt hat das 1985. Schön, dass du das auch nochmal hast, wann das gesagt hat. Ja, gut. Da hat er ein Buch geschrieben, Aphorismen, und darin hat er einige Aphorismen über spießende Menschen, spießige Menschen gebracht. Ja, ich denke, jetzt haben wir aber gut umrandet, was ein Spießer ist oder womit wir uns jetzt hier befassen wollen, um gleich jetzt quasi direkt reinzusteigen und anderen Menschen zu helfen. Das Internet fragt. So, da fange ich jetzt mal an. Bitte. Und zwar anonym fragte vor 10 Jahren. Das ist. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch helfen können. Ja, pass auf. Das ist eine zeitlose Frage, glaube ich. Warum werden die Jugendlichen immer spießiger? Früher waren Alkohol und Zigaretten cool. Jetzt sind es die Stars aus High School Musical und so weiter. Warum? Ich meine, warum ist das so cool, zu sein wie Vanessa N. Hudgens wahrscheinlich oder so, die noch nie einen Skandal hatte? Ey. Was ist plötzlich toll daran, ein unschuldiges Mädchen zu sein? Dim, dim. Und jetzt bitte ich dich, Fredanko, man muss dazu sagen, Fredanko war früher immer ein unschuldiges Mädchen. Und ich kannte immer Vanessa M. Hudgens. Vor 10 Jahren. Dein heimliches Vorbild auch. Ja. Also das hast du, die hast du ja gar nicht erwähnt. Als die habe ich nie erwähnt. Aber es war, wir waren sehr eng, Vanessa und ich. Also ich habe Manny zu ihr gesagt. Willst du eine Antwort haben? Ja, es war aber nicht so eng. So eng war. Wir haben jetzt auch nicht mehr unsere aktuellen Nummern. Also ich könnte sie kaum mehr erreichen, wenn ich wollte. Ja, aber das ist auch alles im Sinne von der Unschuld zu sehen. Im Sinne, sie glaubt immer noch, dass ich ein Mädchen bin. Ein bisschen wie Pierre aus Braunschweig. pass auf, ich würde jetzt diesem Fragesteller widersprechen und sagen, mein lieber Freund, du hast wohl unsere ersten 15 Minuten Definition zur Spießigkeit nicht gehört. Vielleicht kennt er den Podcast ja nicht. kann ja sein. Aber da haben wir ja festgestellt, es sind diese ausgetretenen Bahnen, in denen man jemand ist. Und wenn sich die Jugendkultur verändert und eben nicht mehr das eine mag, sondern plötzlich das andere, dann hat sich das ja gewandelt. Von dem her kann es ja per Definition gar nicht spießig sein. Oho! Da bist du jetzt selbst, bist du in dieser Folge jetzt einfach mal im Elfenbeinturm oder was? Jetzt habe ich nämlich auch mal Luft geschnuppert von ganz oben. Aber ist es dann möglich, dann wäre es ja theoretisch möglich, dass man
liberal spießig ist, respektive konservativ unspießig. Wenn es im Wandel ist? Ja, genau. Dann wäre es ja so, dass du irgendwie so eine, ich sage mal, eigentlich etwas Liberales, Libertäres vielleicht auch vorgelebt bekommst und dann in Ablehnung dazu das Ganze entwickelst, indem du dich übelst konservativ entfällst. Wenn das, was dir vorgelebt ist, genau das Gegenteil davon ist? Also tatsächlich empfinde ich unserer Definition, auch, ne? Wir haben ja in der letzten Folge quasi Stereotyp das Gegenteil des Spießers durchgenommen, nämlich Punk. Nicht wahr? Ja. Auf den ersten Blick wirkt das ja wie ein Gegenteil, aber auf dem zweiten Blick ist es ja so, wenn du in einer Gruppe von PunkerInnen ein Punk bist, eine Punkerin bist, dann bist du ja auch angepasst. Dann gehörst du genau dazu und dann ist es ja auch so, dass du dich in dieser innerhalb von dieser Gruppe spießig verhalten kannst. Ich glaube, da findet man aber keine Lösung zu. Also das ist dann so systemimmanent, Punk-systemimmanent. Du bist heute definitiv im Elfenbeinturm, mein Freund. Ich hab hier einen Zettel mit 10 Fremdwörtern, die ich noch nie gesagt und gehört habe. Und die haue ich jetzt eins nach dem anderen raus. Ich bin gespannt, was da noch draufsteht. So. Bislang habe ich dich verstanden. Gut, ich glaube, es war mir wieder klar. Jetzt frage ich mich, dieser Fragesteller, der die Frage gestellt hat, er zielt daran auf, dass die Jugendlichen heute sehr viel braver sind als damals. Da will er, glaube ich, hinaus. Aber das ist ja nicht die Fragestellung. Brav ist ja nicht gleich spießig. Vielleicht sind wir auch viel zu abstrakt. Vielleicht ist es auch einfach so, dass er eine junge Frau, vielleicht Vanessa, angesprochen hat und gesagt hat, hey, kann ich dich auf einen Drink einladen? Ja. Und die hat dann einfach gesagt, nee, ich trinke keinen Alkohol, ich rauche übrigens auch nicht, geh weg. So, zack. Und dann hat der in seinem Frust geschrieben, warum sind die so spießig? Warum wollen die jetzt so unschuldig sein und so weiter? Aha, im Frust aus einer Liebe verloren. Ja, das ist dann hat so eine traurige Komponente. Ja, richtig. Ja. Könnte sein, so eine persönliche traurige Komponente. Aber Komponente stand auch auf meinem Zettel übrigens. Komponente? Ich habe immer gedacht, es wäre eine Ente, die komponiert. Okay, gut. Was müssen wir ihm jetzt raten? Also wir sagen ihm, das ist nicht spießig, das ändert sich. Und wenn er will, dass die Welt bleibt, wie sie ist, will er nicht, dass sie bleibt. Lass eine Pause hier. Zumal, man muss ja auch sagen, also Alkohol und Zigaretten, Entschuldigung, wann war das cool? Aber wann haben es denn die Jugendlichen, also gut, klar, die rauchen nicht mehr so viel, aber hat das mit dem Alkohol jetzt so drastisch abgenommen? Ich denk mal an die, wie hießen denn diese Cocktails, die man immer... Alkopops! Habe ich hier als 7. Punkt auf der Liste stehen. Geht ja jetzt auch. Alkopops, das ist ja auch ein altgriechisches Wort. Alkopops. Zusammengesetzt, also Alko, Gehirn, Pops, Verlust. Ach so, gut. Haben wir ihm jetzt geholfen oder willst du ihm noch weiterhelfen? Nein. Ich finde, wir haben ihm auf jeden Fall schon zur Genüge, wahrscheinlich schon übergenüge geholfen. Ich würde jetzt gerne wissen, wie es ihm heute geht. Ob er das immer noch so unterschreiben würde oder ob er jetzt sagt, stimmt, da habe ich nicht im Brockhaus nach der Definition gelesen. Vielleicht hat er auch seine Unschuld wiedergefunden. Das könnte natürlich sein. Okay. Also Neuerungen und Fortschritte ablehnt war ja auch noch ein Punkt. Und ich glaube, das trifft hier auch nicht zu. Jetzt habe ich auch eine Frage an dich. Mhm. Okay, ich gehe gleich direkt in eine Beziehung rein. Überschrift. Sind mein Freund und ich zu spießig, was die Beziehung angeht? Mhm. Bevor ich weiterlese, freue ich mich, dass ich dich quasi jetzt als Experten habe, denn da hast du ja wirklich schon wirklich Expertise in deinem Leben. Danke. Ja. Richtig. Wen solltest du sonst fragen, wenn ich mich... Ja, genau. Hallo. Ich wollte einfach mal was fragen, was mich schon lange wundert. Ich bin 20 und mein Freund 23. Wir sind seit knapp 3 Jahren zusammen. Wir sind so zusammengekommen, dass er mir, ganz romantisch, ich liebe dich gesagt hat, auf meine Antwort, ich dich auch, gewartet hat, mich geküsst hat und wir ab da zusammen waren. Mhm. Per Definition. Per Definition. Das haben die, glaube ich, auch... Zack, festgelegt. Mich widert es fast schon an, wenn ich von meinen Freundinnen höre, dass sie nach 6 Monaten Beziehung zwar Sex hatten, aber sich nicht ihre Liebe gestehen konnten.
sind mein Freund und ich besonders konservativ und spießig, was sowas angeht? Oder denkt ihr genauso? Für uns stand auch von Anfang an fest, dass wir irgendwann heiraten werden und sind außerdem jeweils die erste große Liebe des anderen. Gehen solche Beziehungen heutzutage noch oder denken die meisten Leute heute eher ans Aus? Was ist denn los? Die hat hier echt ein Problem. Ja. Ob das heutzutage noch geht. Mhm, ja. Alles klar. Oder ja, denken bitte, die meisten Leute her ans Austoben vor der Ehe? Freue mich über eure Antworten von Rosalix vor 6 Jahren gestellt. Rosalie 26. Vor 6 Jahren. Ja, also, vor 6 Jahren. Die ist jetzt 26. Und ihr Freund ist jetzt 29. 29. Ihr Mann, Entschuldigung. Ja, die haben ihr geheiratet vor 5 Jahren. Ja, was soll ich dazu sagen? Also es hat ja offensichtlich sehr gut funktioniert für euch. Ja. Ihr seid ja immer noch zusammen offensichtlich. Und es geht auch, also das heißt, dieser ganze Teil dieser Frage ist ja eigentlich obsolet. Es ist auch meiner Fremdwort. Ich habe auch gerade überlegt, was meint er? Omelette kenne ich, aber... Die andere Frage, also so von wegen, wie das ihre FreundInnen machen. Ja, ja. Warum irritiert sie das? Also hat sie da jetzt irgendwie anhand der Verhaltensweise ihrer FreundInnen den Eindruck, dass sie etwas falsch macht? Ja, irgendwie nicht. Aber dann unterstellt sie dann im Gegenzug ihren FreundInnen, dass die da etwas falsch machen? Oder ist es eher so ein Leben und Leben lassen? Ja, das ist die Frage. Offensichtlich kann sie ja damit nicht gut um. Ja, aber da frage ich mich, warum nicht? Also was ist denn eigentlich ihr Problem damit? Denn das kann ich hier nicht wirklich raushören. Es freut mich, weil es auch mein Problem war, wenn es für sie und ihren Typen läuft, wo ist denn das ein Problem? Also, genau, sie sagt ja auch nicht, dass sie ständig angefeindet wird von ihren FreundInnen. Sie sagt ja bloß, da läuft es anders. Ja. So, und dann denke ich, ja, ist ja okay. Also ich meine, für die läuft es so gut, für dich läuft es so gut. Was ist denn das Problem jetzt? Finde ich schon fast, ich würde es dann fast umdrehen und sagen, ist sie nicht ziemlich spießig, dass sie die anderen nicht so machen lässt, wie die wollen? Ist, dann machen die es halt anders. Aber hat sie das gesagt? Hat sie gesagt, dass sie ihre FreundInnen nicht mich machen mich lässt? Widert es fast schon an, wenn ich von meinen Freundinnen höre, dass... Also ja, das ist schon ziemlich neutral, oder? Stimmt. Das stimmt natürlich auch. Das hat sie sehr neutral, diplomatisch ausgedrückt. Fast, durch dieses Fast. Sie hat nicht geschrieben, mich widert es an, sondern fast. Ja. Dadurch... Eben. Hat sie so weich gezeichnet. Also widert es sie ja nicht an und damit, nein, okay. Also du hast recht, ja, nee, dann frage ich mich, woher ihr Problem kommt an dieser Stelle. Deswegen habe ich die Frage rausgesucht und das bringt uns vielleicht zu noch einem Punkt, der noch nicht angesprochen wurde, Toleranz. Ich finde es wahnsinnig spießig, intolerant zu sein. Mhm. Ich meine, das haben wir alles schon gerade besprochen, aber es schwebte nochmal so drüber, ich wollte das Wort nochmal sagen, weil ich sie völlig intolerant finde mit ihrer Aussage, warum sind alle anders und bin ich jetzt irgendwie vielleicht sogar falsch? Nein, bist du nicht. Mach doch einfach, aber lass die anderen in Ruhe. Ja, ja. Dann haben wir doch schon viel herausgefunden für heute, oder? Wir haben vor allem wieder allzeit bereit 2 Menschen geholfen und allen, die das jetzt hören, die sich auch diese Fragen gestellt haben. Ja, richtig. Und das Ganze nach nur 6 beziehungsweise 10 Jahren. Das ist am Puls der Zeit. Immer am Puls der Zeit, genau. Aber deine Frage war zeitlos, hast du selber gesagt. Habe ich gesagt, genau, die hätte Sokrates stellen können. Ja, dann habe ich noch eine Geschichte, die ich dich fragen möchte. Und zwar in unserer letzten Kategorie. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn es eine allgemeine Verpflichtung zur Gartenzwergbeherbergung gäbe. Zur Gartenzwergbeherbergung? Ja, ist richtig. Was meinst du damit? Dass jeder welche haben müsste? Oder und sich pflegen muss. Und pflegen, ne? Beherbergung. Ja, das ist natürlich ein krasser Einschnitt in mein individuelles Recht. Hallo, Leute. Ich möchte meinen Garten so pflegen, wie ich will. Dein Grundrecht, jetzt, keinen Gartenzwerg zu besitzen. Genau. Gut. Das aber ist ein Grundrecht, für das ich auf jeden Fall auch... Ja, okay, für dich aufstehen. Du möchtest streiten dafür, ich finde das okay. Aber stellen wir den Fall mal, um weiterzukommen in deiner Frage. Wenn es das gäbe, dann schließt deine Frage ja nicht aus, dass ich die Zwerge individuell gestalten kann. Das heißt, ich könnte mir auch zum Beispiel Zwerge raussuchen, die ich so anmale, wie ich das möchte. Und schon könnte man seinen Protest irgendwie damit sichtbar machen.
Das heißt, was war denn die Frage? Was würde ich genau machen? Was wäre, wenn genau? Was wäre? Einfach nur, was wäre. Ja? Also es geht gar nicht um dich so im Speziellen. Wenn es diese Verordnung gäbe. Wenn es eine allgemeine Verpflichtung zur Gartenzwergbeherbergung gäbe. Genau. Also was soll ich darauf antworten? Ja, dann müsste ich mich dran halten, wenn es die gäbe. Also dann würdest du dich auch wirklich dran halten. Also du wärst dann nicht rebellierend dagegen oder so etwas. Ja, das wäre, kommt drauf an, welche drakonischen Strafmaßnahmen mich in deiner Was-wäre-wenn-Frage ereilen würden. Unter Todesstrafe, dann würde ich mir... Also, bitte, ja, genau, drunter Kopf geht's ab. Nicht. Und da ist das Gnadengesuch schon mit drin wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Erinnerst du dich noch an die Barbara Salisch-Folge, bei der Gartenzwerge entführt wurden? Nein. Aber war das auch aus ästhetischen Gründen? Nein. Da ging es irgendwie um einen Kleingartenstreit, also typische Barbara Salisch-Folge. Ja. Aber stell dir jetzt vor, also das waren eben Leute, die kein Verständnis für Gartenzwerge hatten und der andere, dem waren die Gartenzwerge total wichtig. Und dann haben die da kein Verständnis für hatten, dem anderen die Gartenzwerge einfach entführt und Lösegeldforderungen gestellt. Jetzt erinnere ich mich wirklich ein bisschen dunkel. Also. Moment, schlimm eigentlich. Ja, das hat ich ganz hinten gespeichert. Die sind zwei Gärten nebeneinander und die einen fanden das doof, dass Gartenzwerge, und die anderen hatten welche und die einen konnten es nicht ertragen, in den anderen Garten zu gucken und da diese Zwerge zu sehen. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Jetzt wären wir schon wieder beim Thema Intoleranz. Und das ist ja wohl voll spießig, den anderen nicht seine Gartenzwerge zu lassen. Also, Hallo, lass ihn doch seine Gartenzwerge. Ich fände es witzig, wenn man sich dann dagegen wehrt, zum Beispiel ein Gartenzwerg mit runtergelassener Hose oder sowas. Mhm. Das wäre dann so meine Antwort drauf wahrscheinlich. Also, jetzt... So ein frecher Gartenzwerg. Ein frecher Gartenzwerg? Ja, so ein ganz frecher Garten, so ein unangespießter Gartenzwerg. Ah. Ich habe mit Gartenzwergen wenig Berührungspunkte. Von daher, also ich würde mir selber keine aufstellen, weil ich aber auch niemanden habe, der die mag. Also die sind bei mir relativ neutral, ein bisschen spießig angestaucht, angehaucht. Also mal ganz abgesehen von unserer ganzen Theorie, ne, zum Thema Spießigkeit und nicht. Also Jetzt, wenn ich jetzt einfach nur mal ganz kurz meine eigene Sympathie oder Antipathie äußern sollte, dann finde ich tatsächlich Gartenzwerge schon ganz schön spießig in den meisten Kontexten. Also es gibt bestimmt auch Gartenzwerge, die sind super cool, weil man sie eben aus dem Kontext reißt, also aus dem gewöhnlichen Umfeld des Gartenzwergs. Mhm. Oft kann er dann in diesem Habitat auch schwerer sich fortpflanzen beispielsweise. Aber bei unangepassten Gartenzwergen, bei so frechen Gartenzwergen, wie ich das gerade gemeint habe, so mit runtergelassener Hose oder von mir aus so irgendwie ganz merkwürdigen Posen oder was weiß ich, da denke ich mir, dass es, wenn die tatsächlich in derselben Funktion da sind wie die alten Gartenzwerge, dann finde ich die fast noch ein bisschen schlimmer. Also ich persönlich, das ist jetzt nur eine intolerante Haltung von meinem Spießerherzen, dass ich mir da denke, okay, also das, was ich mir dazu vorstelle, ist, dass das jemand aufgestellt hat, der sich eigentlich bewusst ist, dass ein Gartenzwerg uncool ist. Also der hat diese Meinung selbst. Ja. Und meint jetzt, das mit so einer ironischen Note aushebeln zu können. Das finde ich ganz komisch. Also, weil ich dann denke, entweder du sagst, Gartenzwerge sind Quatsch, lass ich weg. Oder ich sage, Gartenzwerge sind toll und da stehe ich dazu und dann packe ich die dann eben auch da so hin. Also dass man das dann nochmal brechen möchte und dann so ganz merkwürdig, so meiner Meinung nach plump, da wäre ich dann irgendwo, also ich persönlich würde dann eine Antipathie haben. Ich würde dann nicht sagen, ich spreche jetzt mit dieser Person nicht mehr oder sowas. Soweit würde es auf gar keinen Fall gehen. Aber das so ist aber sehr nett. Ja, ich weiß, da springe ich über meinen Schatten. Aber da wäre dann so ein Moment, bei dem ich sagen würde, okay, ich habe jetzt hier ein gewisses Vorurteil, ein gewisses Stereotyp in meinem Kopf. Ich finde es nett, dass du dich noch mit mir unterhältst an der Stelle. Wo hast du denn deinen Gartenzwerg und was genau? Die habe ich immer mit der Plane abgedeckt, als ihr gekommen seid. und was genau zeichnet ihn aus? Also als frechen Gartenzwerg? Er ist nackt und und isst eine Banane. Und hat also, so rote Bäckchen. Und, genau, ganz, ganz rote Kessebäckchen. Die Frage ist ja die. Bevor du mich hier weiter argumentativ auseinander nimmst, dass ich meine... Ich habe mich jetzt gerade ins Kreuzfeuer gestellt. Ich habe jetzt gerade
uns, also ich habe mich selbst in unsere Definition von Spießigkeit habe ich mich reingepackt. Dann ist das hoffentlich den Zuhörern klar geworden. Mir auch, aber ich wollte es jetzt nicht eingestehen. Worauf ich hinaus möchte ist, ich hätte ja eine subtilen Widerstand geleistet dadurch in deinen gestellten Fall. Also ich muss nochmal zurückkommen auf die Was-wäre-wenn-Frage. Nicht stellst du dir Gartenzwerge in den Garten. Ich möchte mir in meinen Garten keine Gartenzwerge stellen. So, das ist meine Aussage. So, ich mag Gartenzwerge nicht sonderlich gern. So, bei dir im Garten, ich weiß, was da steht. Da steht, jetzt. Bei dir im Garten steht ein ausgewachsener Leopard 2 Panzer. Und der steht in einem riesigen Waldmeisterfeld. Und da ist kein Platz für Gartenzwerge. So. Und, aber wenn jetzt durch irgendeinen unglücklichen Zufall die amtierende Regierung so eine Verordnung erlässt, dann so, und es heißt. Mit Scheuer ist alles möglich. Und jetzt Andi Scheuer wird Bundeskanzler. Die haben aus Versehen, der hat bei einer Lotterie halt das kürzeste Streichholz gezogen und dann ist der Bundeskanzler geworden. So, sagen wir mal auf 8 Jahre direkt, ja. Um den Fall noch schlimmer zu gestalten. So, auch und wieder der aus sagt, Versehen. Ja, genau, ist auch wieder, hat irgendwie auf der Tastatur sich, hat er genießt und zack. So, und jetzt ist der 8 Jahre Bundeskanzler und im 2. Jahr seiner Amtszeit lässt er die Verordnung. So, und dann zack, wenn man keine Gartenzwerge hat, gleich Kopf ab. So. Mhm. Und jetzt muss ich ja irgendwie, will ich mich ja nicht beugen und sagen, ja gut, wenn Herr Andi Scheuer das sagt, dann mache ich das so. Sondern muss ich ja irgendwie einen Widerstand leisten, ohne dass ich direkt von ihm getötet werden möchte. Mhm. Verstehst du? Mhm. Was würdest du denn dann machen? Also stellen wir deine Was-wäre-wenn-Frage nochmal konkret auf Andi Scheuer mit Todesstrafe. Würdest du dann sagen, nur ich stelle keine Gartenzwerge und hoffen, dass dich keiner sieht? Oder? Das ist ganz, ganz schwierig. Also, aber ich folgende Idee, also spontane Idee. Ja. Ich glaube, ich würde dann so ein bisschen wie bei Schneewittchen mit den 7 Zwergen. Ich würde mir dann 7 Zwerge nehmen, die dann auch so ausgerüstet sind mit Spitzhacke und so weiter. Und würde die an einen Hang in meinen Garten stellen, sodass die ziemlich doll verdeckt sind. Und wenn dann die Gartenzwergkontrolle kommt. Die, ja. Genau, das wird wahrscheinlich dann übers Ordnungsamt. Gartzwe-Tapo. Richtig. Wenn die da bei mir klopft, dann kann ich sagen, meine Gartenzwerge sind im Untergrund. Aber ich habe welche. Aber ich habe welche. Darauf kommt es ja auch nur an. Genau. Die Gut. sind einfach im Bergwerk und bauen da Sachen ab. Was genau, weiß ich nicht. Was genau weißt du nicht? Guck da auch nicht. Und das findest du besser als einen nackten Andi Scheuer Gartenzwerg mit einer Banane in der Hand und kessenroten Bäckchen? Nee, unentschieden. Na gut, also, okay, dann ist es wieder alles offen. Dann bin ich damit einverstanden. Kann okay. der nackte Gartenzwerg von Andi Scheuer mit roten Bäckchen auf einem E-Roller stehen? Das ist die Frage, aber das kann Andi Scheuer ja auch nicht. Also von dem her, okay, kann der nackte Gartenzwerg, kann der die Bahnschienen ausbauen? Das wäre meine Frage. Wahrscheinlich, das ist aber jetzt sehr politisch auch schon wieder. Auch sehr gut, okay, dann nehme ich die Frage zurück. Könntest du mir jetzt bitte einfach eine Was-wäre-wenn-Geschichte erzählen, damit ich dir das mache ich, kann? Das mache ich. Jetzt, ohne auf das Thema Spießigkeit zu kommen, habe ich noch vorher 3-4 Fragen an dich, ja? Okay. Also, wir sprechen ja jetzt gleich über die Band Virginia Jetzt, richtig? Ja. gut. Und kanntest du, bevor du dir jetzt das Album Anfänger angehört hast, auf das wir uns geeinigt haben, kanntest du die da vorher schon, außer von den Liedern, die wir in der Küche hier gehört haben? Ja, tatsächlich schon. Ja? Wir haben das auch nicht nur bei dir in der Küche gehört. Ich erinnere mich noch an andere Situationen, beispielsweise im Auto. Ach ja, stimmt. Und ja, stimmt. Und wir haben laut mitgesungen. Die Band hat existiert, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, bis 2008 würde ich jetzt sagen. Nein, ungefähr. 2010, ich habe den Wikipedia-Artikel gelesen. Nein, ich werde verrückt. Und wann haben sie sich gegründet? 2005. Ehrlich? Die haben nur 5 Jahre? Das glaube ich nicht. Was, 2003? Jetzt muss ich aber nachgucken, Moment mal. Ich glaube schon. Okay. Aber dann, das Album Anfänger ist doch das erste Album von denen und das ist 2005. Nein, das Album ist das zweite von denen. Ah, das kam nämlich 2005 raus. Okay, alles ja, klar. Siehst dann du. War es 2003 kam das erste. Haben. Okay, alles klar. Ja, Mensch. Ja, Entschuldigung, ich habe den einmal mir angeguckt. So. Und jetzt noch mal, also nur ganz kurz.
Virginia, jetzt ist jetzt nicht eine Band, die du jetzt unter den Top 10 deiner Lieblingsbands ansiedeln würdest, richtig? Richtig. Genau. Und da jetzt kommt meine Frage. So? Ich wollte nur, dass das jetzt klar ist. Okay. 2000 haben sie sich übrigens schon gegründet. Entschuldigung, sie gab es ein ganzes Jahrzehnt. Mhm. Ach du, nur 10 Jahre. Naja, gut. Jetzt, guck mal, der Zeitpunkt, an dem es sie gab, beziehungsweise nicht gab, ist genau gleich lang jetzt gerade. Also nach 2000. Gut. Fühlt sich ganz anders an für mich. Irgendwie ein bisschen beliebiger auch. Ich ärgere mich. Was habe ich 2010 gemacht? Naja, okay. Was wäre, wenn sich Virginia jetzt wieder vereinen würden, aber dich bräuchten und sagen würden, wir machen das nur, wenn du bei uns einsteigst als Produzent? Dann gäbe es diese Band einfach weiterhin nicht. Weißt du, wie oft die schon bei mir gefragt haben? Kannst du bitte, ich frage die Frage anders. Was wäre, wenn sich die Band wieder vereinigen würde, aber nur mit dir als Produzent, und wenn du es nicht machst, stirbst du? Man muss immer mit so einem Damoklesschwert hinter dir herlaufen, bevor hier eine richtige Antwort kommt. Ich fand meine erste Antwort schon sehr richtig, aber jetzt, da die Fragestellung noch einmal verschärft wurde an dieser Stelle. Sie musste verschärft werden. Also, grundsätzlich habe ich einen Überlebensinstinkt. Und das ist schon mal schön. Genau, deshalb habe ich auch dann natürlich dann irgendwie, da sitzt mir dann schon so der Hauch der Geschichte im Nacken. Und finde ich gut. Ich finde das eine schöne Beantwortung der Frage, dass du da das Pferd von hinten aufzäumst, so ein bisschen. Richtig. Ich möchte erst mal sagen, warum ich da nicht einfach ins Gras beiße. So. Ja, das genau. Also ich finde mein Leben eigentlich gar nicht trotzdem so ungut. Ich fände es eigentlich ganz nett, wenn ich noch ein bisschen weiterleben würde. Deshalb würde ich mir Mühe geben, sie zu produzieren. Jetzt ist es so. Ein Produzent hat eine gewisse Macht über das Klangbild einer Band. Da würde ich dann schon mal ansetzen. Das heißt, vermutlich wäre das Klangbild dann wesentlich rauer. Dann wäre es wahrscheinlich nicht mehr ganz so glatt gebügelt. Bei den Texten könnte ich mich nicht so richtig einmischen, aber ich könnte den Gesang natürlich sehr, sehr, sehr leise drehen. Das kann ich. Du bist so ein Schwein. Aber ja, weiter. Ich hab's provoziert. Also das könnte ich natürlich machen. Ich weiß gar nicht, ob ich das machen würde. Ich könnte es auch rückwärts abspielen lassen oder sowas. Das ginge natürlich auch. Ich könnte auch irgendwas. Also wahrscheinlich wäre das dann für die früheren Virginia Jetzt-Fans eine sehr schwierige Zeit, sage ich mal. Also die würden sich dann freuen. Die würden sich wie verrückt freuen, würden dann immer ins Treppenhaus stürmen, würden sagen, Virginia Jetzt! Und dann kommt der Postmensch. Man packt die CD aus, weil vollkommen rückwärtsgewandt und so weiter, also deshalb immer noch CD. Man packt die aus, schiebt in den CD-Player und dann kommt da meine produzierte, also ich werde einfach nur mit dem, was sie mir geben, irgendwas machen. So, also die haben so, und dafür dann auch noch ganz viel Geld kriegen und überleben. Ich wollte gerade sagen, es ist eigentlich für dich eine Win-Win-Win-Situation. Ja, kommt drauf an. Also ich bin ja trotzdem schon mal damit konfrontiert, aber ich würde dann auf jeden Fall versuchen, kreativ das Beste daraus zu machen. Okay, vielleicht wo und wann, wie du ansetzen würdest, das können wir ja gleich vielleicht noch ein bisschen mehr besprechen. Ja. Auf jeden Fall erstmal danke ich dir für diese Stellungnahme, und falls jetzt irgendeiner von Virginia jetzt das hört, ne, kann er sich doch an dich... Immer. Schreibt also einfach, du liest doch deine E-Mails, oder? virginiajetzt@gescher.org. Genau. Du würdest es doch lesen. Auf jeden Fall. So. Und nach 10 Jahren, kleiner Imagewechsel, würde jeder auch verzeihen, denke ich. Nee, ich muss es auch lesen. Okay. Ansonsten stell dir mal vor, du würdest es dann aus Versehen lesen. Also so, mein Spamfilter landet bei dir, wie immer. Und, oder die schicken uns was an die Kopfkracher und dann lese nur ich es. Oder so. Und dann... Ja. Dann ist das nämlich mit dem Sterben, wenn ich nicht produziere, auf einmal Realität. Ja, und dann übernehme ich das Ganze. So. Als ob. So, als ob. Okay, und was wäre, wenn du das produzieren würdest? So, diese Band, Virginia Jetzt Band? Ich würde ganz kurz mir eine Tasse grünen Tee machen, um nicht auszuflippen. Ich würde wahrscheinlich, obwohl es nicht geklingelt hat, und das ist jetzt ein Novum, obwohl es nicht geklingelt hat, würde ich die Tür aufmachen und rausrufen, Virginia Jetzt! Ja. Und dann würde ich denen ganz lieb schreiben und sagen, sie können jederzeit hier bei mir in der Wohnung übernachten, aber die sollen sich besser an einen Profi wenden.
Und dann würdest du sie an mich vermitteln. Schönen Dank. Jetzt ergibt diese ganze Geschichte auch Sinn. Dann weißt du natürlich, dass sie mich angefragt haben. Und wenn dann nichts kommt, ja, dann sehe ich meine Lebenszeit drastisch verkürzt. Ich sag es dir. Alles klar, kommen wir mal zu dem Album. Gut. Ja, kommen wir zu Virginia jetzt. Anfänger. Also ich habe halt gedacht, dieses Album wäre das erste, weil es ja Anfänger heißt. Also ich habe halt gedacht, wer nennt sein zweites, drittes, wie auch immer, Album Anfänger. Hab mich dann auch ein bisschen gewundert, weil das Klangbild tatsächlich relativ professionell ist. Das Album kam 2004 raus, wenn ich das richtig sehe. Richtig, und war das zweite Album. Und war das von zweite vieren. Album. Und Fredanko, du bist ja absolut überzeugt von diesem Album. Und hast mir im Vorfeld auch schon angekündigt, dass ich ja einige intellektuelle Höhenflüge erleben werde. So hoch zum Teil, dass ich aufpassen müsse, nicht unkontrolliert abzustürzen. Ist das richtig? Ich habe auch vor allem emotionale Höhenflüge gesagt. Emotional, alles klar. Okay, emotional. Gut. Darauf habe ich überhaupt nicht geachtet. Aber okay, dann werde ich jetzt nochmal in meinem Geiste das Album hören und dann nochmal drauf achten. Also wir haben besprochen, welches Album wir nehmen, und dann habe ich gesagt, wir können ja was von Virginia jetzt nehmen, und hast du gesagt, schick mir dann doch mal das letzte Album, und habe ich gesagt, nee, wenn du eins hören musst, dann musst du das Beste hören, und das Beste ist das zweite. Hm. Ja, so war das tatsächlich. Das heißt, jetzt, wir haben es hier mit einem Kleinod zu tun, dass du sehr, 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 sehr gut sogar eines der besten Alben der Welt bezeichnen würdest, ist das richtig? Ja, also das klingt jetzt so, als ob ich dir ein Kompliment gemacht hätte und du so, ja, also ich weiß nicht. Also das kann ich jetzt nicht so. Also so kann man dran vielleicht. Jetzt ist die Frage, so viele Alben kenne ich leider nicht. Also ich bei weitem nicht so viele Alben, als dass ich sagen könnte, eins der besten der Welt. Aber es ist auf jeden Fall, sagen wir mal 2004. Mhm. Oh, jetzt sehe ich mir aus dem Fenster. Ich sage 2004, es ist unter den besten drei veröffentlichten Alben. Schreibt in die Kommentare, wenn 2004 ein Album besser ist als Anfänger von Virginia jetzt. Darf ich da auch was hinschreiben? Bestimmt, ne? Mach ich dann einfach. Ja. Okay, kurz, wir können es ja mal abklären. Gleich hier Beweisführung. Fällt dir spontan ein Album von 2004 ein, was besser ist als Virginia jetzt Anfänger? 3, 2, 1. Ja, ich denke schon. Ich muss mal gerade nachgucken, ob das wirklich 2004 rausgekommen ist. Ja, da fängt es schon an. Mir würde kein spontan einfallen. Nein, fällt mir jetzt nichts ein, was da besser war, also spontan, aber ich werde dann noch 2004 nochmal recherchieren. Top 3 Alben ist das drin. Und jetzt bitte. Wie und jetzt bitte? Ja, du hast jetzt so ein bisschen das Album vorgestellt, zumindest grob optisch vorgestellt, vorgestellt. Optisch kannst du es auch noch vorstellen. Da ist ein Victory-Zeichen drauf. Mit einem Verband um den Mittelfinger. Ne? Oder man weiß nicht warum. Genau. Und dann steht da Virginia jetzt mit Ausrufezeichen und Anfänger klein geschrieben. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob es eine Rasierklinge ist oder ein Pfeil nach oben oder was weiß ich, was daneben ist. Ich muss gestehen, ich weiß es auch gerade nicht. Aha. Aber gut. Es sind wie viel? 10 oder 11 Tracks drauf? Nicht mal das, weißt du. Bitte. Also es sind 10 Tracks und ein Hidden Track drauf. Gut. Ein Hidden Track. Schön. Mhm. Schön. Oldschool, ne? Ein Gruß an die alten Fans. Ja, es ist wirklich oldschool. Also dadurch wirkt es auch am Anfang so, als ob der letzte Track 19 Minuten lang ist. Und dann denkt man irgendwann, die CD ist kaputt. Aber fangen wir von vorne an. Bitte. Also, dieses Album beginnt mit einem Track namens Das ganz normale Leben. Ja. Er ist so gut. Aber ja, erzähl was. Erstmal musikalisch vielleicht. Wir befinden uns im Viervierteltakt. Ja. Und zwar sehr straight. Also es gibt hier keine triolischen Geschichten, nichts, gar nichts. Mhm. Da braucht ihr nicht drauf zu achten. Es ist wirklich einfach straight. Also es ist wie Scooter in den 90ern. Also nicht Scooter jetzt, sondern Scooter in den 90ern. So, es ist wirklich straight Viervierteltakt durch. Es gibt die ein oder andere Siebte drin, manchmal. Also so ganz minimale Rockanleihen. Es gibt... Ich weiß nicht, ob du hast das Album ja rauf und runter gehört und so weiter. Es gibt auch in der Tonika, also in der Grundtonart, gibt es so einen Wechselbass. Ja. Einen klassischen Wechselbass. Da habe ich gedacht, bin ich hier Volksmusik oder was? Also einen klassischen Wechselbass. Und zwar nur in der Tonika. Sobald das irgendwie auf einer anderen Tonart ist,
ist das nur nach der Grundton, dann wechselt er nicht mehr sondern das ja, ist der nur Bassspieler nach der Grundton. Musste erstmal rein. Das ist halt ein Anfänger, der Bassspieler. Nachdem haben sie das genau, Album genau, gemacht. Genau, alles klar. Gut, genau, das hatte ich dann auch gedacht. Alles klar, sie sagen selbst von sich auch, es sind Anfänger. Dafür ist das Klangbild sehr, sehr professionell. Und professionell meine ich hier in diesem Fall auch ein bisschen weichgespült. Also es ist halt sehr angepasst, weiß ich nicht. Also sehr chartstauglich auf jeden Fall. Was nicht schlimm ist. Also das ist vollkommen in Ordnung, aber das klingt nicht nach Anfängern. So. Nicht rau, meinst du? Nicht rau, genau. Es ist schon sehr, sehr gut produziert. Dann kommt der Gesang dazu. Ja, jetzt, pass auf, alle meine Ohren sind gespitzt. Ja, du bist super begeistert von diesem Gesang, ich weiß das. Oh, ich liebe ihn. Ja. Ich bin nicht nur super begeistert, ich bin auch wahnsinnig neidisch auf seine Stimme. Die Stimme ist das eine, die finde ich auch gar nicht so schlecht. Sie hat mich erinnert an den Sänger von Tempo. Und zwar so doll, dass ich erstmal nachgeguckt habe, ob der Sänger von Tempo hier irgendwie noch ein weichgespültes Nebenprojekt hatte mit Virginia jetzt. Ist es aber nicht. Ist tatsächlich jemand anders. Und okay. Tempo ist eine deutsche Band, die ziemlich punkig unterwegs ist. Also im Vergleich zu Virginia jetzt auf jeden Fall. Und da habe ich dann auch, da verstehe ich die Texte mehr. Also da habe ich mehr Bezug zu den Texten, sagen wir es so. Bei Virginia jetzt kommt es mir so vor, bei vielen Tracks, zum Beispiel auch bei Das war das ganz normale Leben. Ja, er schildert hier das ganz normale Leben und er schildert es so, als ob du mir einen Block in die Hand drücken würdest und dann sagen würdest, hier, schreib mal runter. Schreib mal einfach runter, was dir gerade so einfällt zum Thema das ganz normale Leben. Also die Reime zum Beispiel finde ich gar nicht so schlimm. Das ist okay, dass er mal Dreck auf weg und so weiter reimt und so, das ist okay. Er lässt sie ja auch ganz oft weg und nimmt irgendwie ein ganz, ganz unvorhergesehenes Versmaß und so weiter. Das finde ich super. Mhm. Das ist total klasse. Aber inhaltlich habe ich da echt, echt wenig rausgekriegt, weil es einfach so, ich weiß nicht, du erinnerst dich doch bestimmt an Jan Böhmermann. Ja. Der irgendwie dieses Ding gemacht hat, so deutsche Popmusik. Und das war eine deutsche Popmusik von 10 Jahre später, mindestens. Die er auseinandergenommen hat und gesagt hat, das ist alles beliebige, inhaltsloser Quatsch. So beliebiger, inhaltsloser Quatsch. Ist das dieses, wo er dann selber ein Lied gemacht hat? Genau, wo es dann um Menschen, Tanzen, Menschen... ja, Menschen tanzen, ein Freiheit, ein König, oh, oh, oh. So, ja, genau, wo die richtig, Affen genau. Das gemacht haben. Ja, ja, genau. Und genau das habe ich bei vielen Tracks dieses Albums hier, habe ich genau dieses Grundgefühl. Also, dass ich denke... Das ist bitter. Ja, aber also die waren mit Sicherheit die Ersten, sozusagen. Und es ist auch noch nicht so doll durchgespült. Also musikalisch ja, also vom Klangbild her ja, das habe ich ja mehrmals jetzt schon gesagt. Der Gesang, der hebt sich da tatsächlich ab. Also deshalb, die Stimme kann man mögen, kann man nicht mögen. Also ich fand die auch sympathisch. Ich fand überhaupt kein Ding. Und es ist immer, ich weiß nicht, ob es gibt Ausnahmen, glaube ich, aber es ist sehr einfach aufgenommen. Also der Gesang ist sehr, sehr einstimmig meistens und jetzt keine komplizierten Effekte drauf oder sowas, sondern das ist sehr, sehr schlicht und dadurch kommt auch seine Stimme durch und das ist tatsächlich, das finde ich gut. Also diese Stimme, so wie sie da aufgenommen wurde, finde ich super. Bloß halt inhaltlich konnte ich mit diesem Track zum Beispiel nichts anfangen. Aber du hast mir versprochen, dass es hier eine große intellektuelle oder emotionale Ebene noch gibt, die ich nicht entdeckt habe. Ja. Also hol mich mal ins Boot, bitte. Bei dem Song? Also, Entschuldigung, du kannst jetzt nicht sagen, bei diesem hier jetzt ausgerechnet nicht, denn du hattest in einem anderen Podcast von uns gesagt, dass dieses Album perfekt ist und es hier keine Ausnahme gibt. Das stimmt. Aber ich sag ja, das Album ist perfekt, aber ich muss mich nicht verteidigen. Der ist Gold. Es ist Gold. Ja, es ist in erster Linie auch Geschmacksfrage. Von daher ist es vollkommen in Ordnung, dass du den Gold findest. Pass auf. Es kommt die ganze Zeit ganz normale Leben. So passiert das hier eben. Ne? Kennst du ja, hast du ja gehört. Das und Gute dann ist, kommt so. Ich habe mir die Texte. Ich weiß noch ungefähr, was drin vorkam und so weiter. Aber du bist ja textsicher. Also du kannst mir dann ja auch immer, natürlich, wenn ich sage so und hier singt ja ungefähr das und das, da kannst du das ja wirklich dann einfach immer reinsingen. So, das finde ich sehr schön. Das ist ja. Das können wir ab jetzt ganz. Ich weiß nicht, ob ich es immer kann, aber so und dann kommt plötzlich ein Bruch und dann kommt. Und deshalb liebe ich dich so sehr mit all deinen Farben, weißt du? Und dann kommt so, zack, und plötzlich ist er im Thema Liebe drin, was vorher keiner erwartet hat, dass der Song in diese Richtung geht. Harter Bruch, das ganz normale Leben und dann zack, Liebe. Okay, nee,
Kanon, also so. ist okay. Ich würde sagen, die meisten Menschen sind davon aber auch nicht schockiert, sage ich mal. Du stellst es jetzt so vor, als ob das so, damit habe ich jetzt, woher kommt, also, was ist das denn jetzt hier? Woher kommt denn die Liebe jetzt? Entschuldigung, ich habe mich gerade darauf eingelassen, dass ich hier ganz normales Leben hier rekapitulieren soll und jetzt kommt da Liebe daher. Was ist da denn los? Ja, ich glaube, das fände ich witzig, um ehrlich zu sein. Wenn das damit gemeint war, dann würde ich sagen, ach so, das ist bei mir einfach nicht, dieser Gag kam bei mir nicht an. Siehst du, dann lassen wir es doch mal so stehen, dass es wahrscheinlich so gemeint worden ist und dass das ist diese intellektuelle Ebene, von der ich sprach, die du im ersten Song, ich entschuldige, dass ich sage, verpasst hast. Ja, das muss ich mir auf jeden Fall nochmal anhören. Ernst Bloch würde jetzt sagen, verpasst. Also der würde wirklich auch sagen, Chance verpasst. Heutzutage wissen wir, der würde noch härter sein. Der würde sagen, verpatzt. Verpatzt. Wahrscheinlich würde er es sagen, ja. Ja, können wir mal über noch einen anderen Song sprechen oder soll es der bleiben? Sonst singe ich den einfach mal vor. Nein, bitte nicht. Also, es sind ja noch andere Lieder da drauf. Und also ich würde gerne zu 1, 2, 3, ich würde zu mehreren was sagen auf jeden Fall. Ja, bitte. Aber du kannst, also wenn du jetzt weitermachen möchtest mit Liebeslieder und erstmal sagen möchtest, was dir dazu einfällt, dann können wir... Und ich will Liebeslieder schreiben, die so nah sind an Gefühlen. Das? Ja. Erste Frage, warum tust du es nicht einfach? Ja, weil es verletzend ist. Ach so. Die so wahr sind und so wehtun, dass sie keiner hören will. Er sagt's doch, es ist doch kein Geheimnis, Cash, du musst auf den Text hören. Das ist witzig. Ich hatte den wirklich anders verstanden. Ich habe so verstanden, dass er das schreiben will und dass er das auch macht. Also, dass das sein Anspruch ist an sich selbst und dass er das jetzt in diesem Track hier nicht macht, aber ansonsten auch macht, weil er eben auch wehtun möchte und so weiter. Ach so. Vorsatz ist, möglichst ungefiltert, möglichst authentisch zu sein. Und dass das dazugehört, das stimme ich dir überein. Auch dann zu verletzen. Also, dass, nicht der Vorsatz zu verletzen, sondern dass er die Verletzungen in Kauf nimmt, weil es ja auch andere schöne Facetten der Liebe gibt. Ja, aber ist das nicht wunderbar? Jetzt hast du es selber gerade schon fast poetisch formuliert. Ja, aber dann trotzdem meine Sache. Mach's doch einfach. Ja, aber das ist ein Appell vielleicht auch an andere. Im Grunde sagt er Folgendes. Und jetzt sage ich das so, wie Ernst Bloch das vielleicht sagen würde. Wer den Schmetterling... Ja, bitte. Bitte sag's mir, wie es Ernst Bloch gesagt hätte. Wer den Schmetterling sehen will, muss die Raupe aushalten können. Nee. Doch. Wenn ich den Schmetterling sehen möchte, dann kann ich einfach... Also zum Beispiel jetzt bei Virginia jetzt. Das ist das zweite Album. Ja. Wenn ich den Schmetterling, nämlich das zweite Album, hören möchte, muss ich mir nicht das erste vorher noch anhören. Da muss ich auch nicht bei den Proben dabei sein. Dann auch nicht beim Songwriter-Prozess. Wie der erste Song dich total überrascht hat, geht es auch im zweiten um ein bisschen um Liebe. Und da Moment, ist es heißt so, Liebeslieder und es geht um Liebe? Ja. Das hat der erste hatte ich ja so mitgenommen und dich quasi da so hingespült zum Thema. Und im zweiten heißt es dann ja, die so wahr sind und so wehtun. Und trotzdem will ich das aushalten, weil es das wert ist. Und das ist der Vergleich von Ernst Bloch mit den Schmetterlingen und der Raupe, dem ich ihn in den Mund gelegt habe. Das hieße dann ja, dass es in jeder Liebesbeziehung immer anfängt mit Schmerz und den muss man überwinden und danach wird's schön. Ist das deine These gerade? Nein, das ist nicht meine These, aber pass auf. Als Jugendlicher fängt es sehr oft mit Schmerz an, ja später auch. Wenn man vor allem das Objekt seiner Begierde hat oder vielleicht eher das Subjekt seiner Begierde und die oder derjenige aber nicht das Gleiche für dich selber empfindet. Und schon fängt es mit Schmerz an. Aber, wenn du das noch nie gefühlt hast, Gescher, ich freue mich für dich, aber... Ich glaube, da haben wir eine unterschiedliche Definition. Ist es okay, wenn du die Definition von Virginia jetzt teilst? Ja. Wenn das so gemeint ist, dann werde ich mich da nochmal auch reinfühlen, auch ein bisschen mehr. Ich höre es mir auch nochmal an. So, und jetzt kommen wir wieder zu dem Beginn der Liebe. Ja. Der dritte Track, das ist tatsächlich der mir am meisten zum Nachdenken noch gegeben hat. Du musst dahin, wo es weh tut. Dahin, wo es
schmerzt. Oder genau. So ist ja, es, oder? Das war gut. So. Das war gut, Kesha. Ja, danke, danke. Gut. Danke, Textsicherheit kommt langsam. Also der ganze Song handelt eigentlich davon, dass man seine Komfortzone verlassen muss. Ist das richtig? Ja. So hätte ich es auch total interpretiert. Und woher kommt dann die Zeile? Da ist irgendwie eine Zeile da drin, dass man, wenn man denn dann da ist, wo es schmerzt und wo man nur gehasst wird, ja, und was da alles drin vorkommt und so, dass man dann bemerkt, wie schön es vorher war. Können wir die Frage rausschneiden an der Stelle später? Mhm. Weiß ich nicht. Frag den Sänger. Nee, das wüsste ich auch nicht tatsächlich. Das ist auch der Track, bei dem ich textlich manchmal nicht wusste, worauf er hinaus will. Ich hab mir das für mich mitgenommen mit diesem Ausbruch aus der Komfortzone. Aber da sind, ich glaube sogar, da ist noch ein zweiter Punkt drin, wo es einfach nicht passt. Und da vielleicht meint er was anderes, aber. Hm. Denn das ist für mich, also wenn man so sagt, okay, du musst dahin, wo es weh tut und so weiter, um herauszufinden, wie gut es dir vorher ging, ja, dann schließt sich daran fast folgerichtig, dass man damit zufrieden sein soll, wie es jetzt gerade ist, denn es kann ja auch immer schlimmer werden. Das wäre keine schöne Aussage. Nee, das fände ich richtig blöd so. Aber also wenn man, ich finde den Kontrast bei diesem Song richtig geil. Also das muss ich sagen, der Kontrast, also dass das genauso soft, genauso wattebäuschig vorgetragen wird. Du musst dahin, wo es weh tut, dahin, wo es schmerzt und so weiter. Finde ich klasse. Also da ist dann auch so eine Irritation bei mir im Kopf gewesen, die auf jeden Fall mich dazu gebracht hat, das grade, ne? Dass ich darüber nachgedacht habe. Genau, also das ist, den Song finde ich deshalb gar nicht so verkehrt. Das freut mich, auch wenn wir ihn nicht ganz inhaltlich lösen konnten. Aber vielleicht, ich kann sie auch weitergeben und sagen, wer es weiß, schreibt es in die Kommentare. Mhm. Oder wie gesagt, wenn die jetzt dir ja eh schreiben wegen Produzent und so, können die vielleicht auch nochmal zwei, drei inhaltliche Lücken klären einfach. Mhm. Oder du sagst das, ich produziere euch nur, wenn ihr mir folgende Fragen beantwortet. Mhm. Und dann gibt es so einen Katalog an Fragen und die wäre dann dabei. Aber wir können jetzt einfach mal zum vierten nochmal kommen. Ja, bitte. Denn da haben wir keine... Jetzt, pass auf. Ja, die ersten drei waren ja, das ist ja auch ein Stück weit ein Konzertalbum. Die ersten drei waren Aufwärmen. So, jetzt weiß der Hörer, worum es geht, dass es... Liebe ist im Thema. Und das ist vor allem auch... Sehr untypisch für ein Pop-Album. Ja, ist alles dabei. Überraschung, untypisch. Und im dritten hört man schon, wie du eben meintest, diesen Bruch zwischen, da singt jemand was mit süß soll in der Stimme und aber trotzdem so harte Sachen. Und das war jetzt, okay, ich bin jetzt warm, jetzt bin ich offen quasi. Mhm. Ich öffne mich dem vierten Song. Und der kommt dann auch, zack, und zwar fliegt er an allen Organen vorbei, durchs Gehirn, durch die Ohren, in dein Herz. Bitte, deine Analyse. Da habe ich eine sehr schlichte Frage. Ja. Also der Song ist Ein ganzer Sommer. Erst kommt der Blitz, dann kommt der Donner. So. Richtig? Genau. Ja. Erst kommt der Blitz, dann kommt der Donner. Und am Ende ein ganzer Sommer. Genau, das ist so... Der Refrain, und der kommt sehr oft. Ist auch, ja, sehr bekannt. Sehr bekannt. Sehr bekannt auch, genau. Und ja, der wird halt auch unterstützt vom Schlagzeug. Und sie haben sich überlegt, erst kommt der Blitz und dann kam der Donner. Und im Schlagzeug wird der Blitz dargestellt durch Rumpel, Rumpel, Rumpel. Und dann der Donner durch Psch. Ist das üblich? Erst kommt der Blitz, dudum, dann kommt der Donner. Das ist jetzt nicht das, was man aus den klassischen Naturgesetzen her kennt? Ja, das ist eher umgedreht. Ich muss Physik nicht verstanden. Ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Doch. Vielleicht war ich zu emotional geöffnet war. Du aber hast ja schon mal drüber nachgedacht, aber dein Verdrängungsprozess hat da offensichtlich so gut stattgefunden. Wir hatten uns genau darüber in dem Auto unterhalten, in dem ich dir gesagt habe, das ist kompletter Unsinn. Das könnte sein. Ich Mist, du hast es gemerkt. Ja, ich erinnere mich auch an diese Autofahrt. Mist,
Du bist einfach, siehst du, Elfenbeinturm ist Elfenbeinturm, sag ich immer. Ja, folgendes. Du meinst zwei Elfenbein und dann Elefantengehirn und so? Das war meine Analogie, vielen Dank. Mhm. Und jetzt, das war auch das 10. Wort auf meiner Liste. Weg damit. Jetzt kann ich endlich wieder normal reden. Also, pass auf. Jo. Es ist natürlich so, du hast völlig recht mit den Instrumenten. Das würde man anders machen, wenn man jetzt zum Beispiel Programmmusik schriebe. So, dann würde man, erst kommt der Blitz, und dann kam Geräusch, der Donner. Dann rumpel, rumpel, rumpel. Rumpel, 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 genau. Genau. Und dann Sonnen wahrscheinlich mit Vogelzwitschern. Aber, irgendwann wird es auch kitschig, du. Aber wenn man das schon so darstellen möchte, dann das genau verkehrt rum zu machen, ist halt schon irgendwie ein bisschen komisch, oder? Aber ja, es ist komisch. Aber jetzt hast du ja gerade gesagt, dass du das im dritten Song so seltsam fandest, dass es so umgedreht ist. Und die Band hat sich wahrscheinlich gedacht, Moment, wir nehmen diese kognitive Dissonanz nehmen wir noch mit in den nächsten Song und machen das aber nicht mit Worten, sondern mit Geräuschen. Und das so subtil, dass unser größter Fan, nämlich Fredanko, das gar nicht so richtig mitkriegt. Leute, die noch nicht so drin sind, die werden sich dann Gedanken darüber machen, werden das richtig, richtig lange so, aber erst kommt doch der Blitz, das singen sie doch auch. Warum kommt denn dann nicht zuerst der Blitz? Das ist jetzt dein Problem ist diese Vergeistigkeit, die irgendein YouTube-Kommentar schon in der zweiten Folge festgestellt hat. So, die zieht sich jetzt natürlich da durch. In dem Jugendlichen, wenn du das jetzt 2004 gehört hättest, sagen wir mal, den Fall gestellt vor 16 Jahren, in deiner Jugendlichkeit, da hättest du den wahrscheinlich, nee, da hattest du es auch schon nicht. Also weiß nicht, damals, als ich meine Kassette nicht hatte, mit Klaus und Klaus. Ja, genau da. Das wäre auch wieder ein Bruch gewesen. Klar. Hast du eine Kassette mit Klaus und Klaus? Ja, ja. Oh Gott. Ja. Vielleicht bist du einfach noch nicht zugänglich für diese Musik. Aber vielleicht. Lass uns doch mal, darf ich mal einen Track vorschlagen, zu dem genau, du was sagst? Genau, mach mal. Bitte. Ich bin vorbereitet. Bitte, was sagst du denn? Ich überspringe mal der Himmel über Berlin, weil den überspringe ich nicht. Da kannst du vielleicht was dazu sagen. Du hast ja lange in Berlin gelebt. Der Himmel über Berlin. Ja, da gibt es auch einen Song, einen Film dazu, ne? Der heißt auch Der Himmel über Berlin? Aber tatsächlich ist mir, bei diesem Track habe ich auch wirklich wenig, wo ich mich dran erinnern kann, was bei mir hängen geblieben ist. Also Der Himmel über Berlin ist 10 halt, Millionen Tonnen Asphalt und der Geruch von Benzin. Ist das das, wo er am Anfang auch singt, jetzt ist die Stadt leer und so? Ja, genau. Keine Menschenseele mehr. Ja. Hier. Also das ist einer von diesen Songs. Du bist immer noch da. Bei denen ich denke, tatsächlich für mich, es gibt halt so Bands, sagen wir mal, selig. Ja. So. Und ein schlechter Selig-Song, der ist nämlich wieder zurück. Ein schwächerer Selig-Song, der wäre so ein bisschen Der Himmel über Berlin. So, dass man da irgendwie denkt, okay, alles klar, es ist jetzt noch nicht ausgereift, ist eine B-Seite oder sowas, aber ist okay, also dass es den auch gibt. So, dass, ja. Er schildert ja einfach ein bestimmtes Szenario, was bei dir entweder resoniert oder nicht. Also wo man dann irgendwie sagen kann, oh ja, das habe ich auch schon mal erlebt oder nicht. Aber da habe ich jetzt nichts, was ich damit ansonsten verbinde oder was er mir damit sagen möchte. Das war eine Analyse jetzt gerade von dir. Genau, ich dachte, da kommt eine Frage. Ich glaube, dein Ansatz ist falsch. Ich glaube, du musst das mal hören, wenn du frisch verliebt bist. Dafür ist das ja, glaube ich, auch geschrieben, würde ich jetzt mal sagen. Habe ich noch nicht. Und wenn dann gerade im Himmel. Ja, das war ja auch wieder. Ja, deswegen meinte ich ja vor 16 Jahren. Ja, vor 16 Jahren. Was war das? Als Beispielwert. Moment, vor 16 plus minus 10. Und dann kommt zum Schluss dieses Du bist so unglaublich. Weißt du, und er wiederholt das ja noch in so einer 5-6-maligen Wiederholung. Ich habe mich direkt angesprochen gefühlt. Ja, das, bei dir ist das natürlich eine andere Sache, Incredible Gesha. Aber für alle anderen ist das eben ein, ja, das ist die Person, der mein Herz gehört. Sie ist so unglaublich toll. So, in so einer, ich würde mal fast sagen, atmosphärischen. Ah, okay, also du bist so beduselt von deinem emotionalen Zustand. Beduselt vor Liebesglück. Dass dir dass dir kein vernünftiger Text mehr einfällt und dass du dann sowas aufschreibst. Jetzt hab ich's. Ich hab's. So. Okay, alles klar. Ich kann nichts dafür, dass du in Berlin nie mit deinem Herzen
jemanden gefunden hast. Ja. Dass Berlin für dich quasi emotionslos ist. Da kann ich nichts für. Du kannst jetzt noch eine andere Stadt einfügen. Der Himmel. Das werde ich aber nicht tun. Es heißt ja der Himmel über Berlin. Ach so, ja, sei es klar. So. Ich hab immer gedacht, okay. So, das hätte irgendwie was zu tun mit der Berlinale. So, das hatte ich am Anfang gedacht. So, Stadt ist leer. Ach so, ach, weil die alle wieder weg sind, ne? Die Movie-Stars. Ja, das könnte sein, aber stimmt. Ja, ja, okay. Nächster Punkt. Jetzt springe ich nochmal. Und ich springe auf die Schatztruhe des Albums. Und zwar Track 8, Weil wir Anfänger sind. Mhm. Titelgebend. Du erinnerst dich, Klavier? Du, spielt das Klavier? Mhm. Mach mal weiter. Und dann du versuchst mich zu retten und bist selbst damit trinken. Oh ja, mhm. Ja, da, an diese Zeit erinnere ich mich. Ja. Und? Ist doch wirklich musikalisches Gold, oder nicht? Also, wir wollen ja auch Brüder bleiben. Ja, es ist musikalisches Gold. Pass auf, der Song ist ein bisschen anders als die anderen. Er hat erstens Klavier, jetzt kannst du nämlich sagen... Die anderen haben auch Klavier. Ja gut, aber da hat er sehr deutlich im Vordergrund. Ja. Sehr deutlich im Vordergrund. Okay. Zweitens macht das Schlagzeug was völlig Untypisches, nämlich sowas ähnliches. Und nicht den normalen Schlagzeugrhythmus. Nur im Refrain fällt er dann wieder in den normalen oder in einen normalen Rhythmus zurück. Aber für die Strophen ist es was völlig anderes, was mich total angesprochen hat. Ich kann dir sogar noch sagen, wo ich diesen Song zum ersten Mal gehört habe. Also, weißt du, der hat sich so eingebrannt bei mir. Mhm. Ich kann dir das übrigens auch für die ersten drei Songs sagen. Und bei dem. War es derselbe so Ort? Ist. Hattest du Nein. das Album irgendwo einfach dabei und... Nein, Entschuldigung, die ersten vier. Mhm. Die ersten vier war ich gerade in einem Auto und fuhr von einer wunderbaren Person nach Hause. Und da habe ich das gehört. Und da war das eben perfekt geeignet. Und das andere Anfänger habe ich gehört, als ich an diese wunderbare Person gedacht habe. Mhm. Also genau so hatte ich das auch gedacht. Also dass dieses Album dann funktionieren wird, wenn man gerade... in einem bestimmten emotionalen Zustand ist und dann dieses Album das erste Mal hört oder sowas, dann kann es sein, dann das verstehe ich dann, dass man dann irgendwie das damit Gut. verbindet. Also deshalb verstehe ich auch irgendwie die emotionale Bindung von dir zu diesem Album, weil ich mir da gedacht habe, ja, okay, das wird wahrscheinlich irgendwie sowas gewesen sein. Ja. Aber es geht ja auch vorbei. Die Musik bleibt ja trotzdem gut. Die bleibt ja trotzdem gut. Ja. Ich versuche jetzt gerade natürlich mal die Emotionen abzuziehen oder diese positive Begleiterscheinung, die ich da hatte, um das Album neutral zu bewerten. Aber ich finde es trotzdem noch gut. Also wie du ja meintest, es ist gut produziert. Die Leute haben, die machen was ich selten mache. Die stimmen ihre Instrumente, bevor sie aufnehmen. Mhm. Und dann ist dann einfach noch diese Stimme des Sängers, die ich einfach unglaublich schätze und mag. Ich habe mir gesagt, wenn ich eine Solo-Platte aufnehmen würde, ich würde sie ungefähr so machen wie die. Mhm. Also das wären so meine Texte, das wären so meine Ambitionen, das wäre leider nicht meine Stimme, aber ich hätte sie gerne, aber das wäre es so in meine Richtung rein. Ja, gut. Und das hatte ich jetzt, und jetzt können wir nochmal zu den Kopfkranz zurück. Ich würde da nämlich gerne mehr so ein bisschen mehr so in die Richtung gehen mit den Kopfkranz. Ja, aber wir können auch einfach nochmal über deine Solo-Platte sprechen. Fiep, fiep. Schmeiß mich nicht aus der Band. Du brauchst mein Gesicht. Stimmt. Naja, okay. Stimme. Meine Stimme. Dazu übrigens nochmal, ich hab noch eine Theorie zu Spurlos Verschwinden auf dem Album, der sechste Track. Ja. Erstens fand ich es bei dem, ich muss ja auch mal was Positives sagen, ich fand es bei dem... Moment, Spurlos Verschwinden war nicht der Hidden Track. Nee, Spurlos Verschwinden ist mittendrin. Genau, der sechste Track. Okay. Bei dem Track war es so, dass ich am Ende, wenn er da irgendwie erzählt, ja, hier, das ist Spurlos Verschwinden und so weiter, da kommen dann so Doppelungen seiner Stimme dazu und irgendwelche Soundeffekte und Phaser und was weiß ich. Und bei denen habe ich gedacht, okay, das ist interessant, das hat mir auf jeden Fall gefallen. Und jetzt frage ich dich aber auf der Deutungsebene wiederum, du merkst, also jetzt kommt wieder der Bruch, so bei mir irgendwie in der Analyse und so weiter. Das Ding handelt davon, okay, da ist Alltag, diesen Alltag soll man zurücklassen. Wie immer. Genau, also es ist ein bisschen Grundprinzip und dann kommt wieder die Liebe. Nein, da ist Alltag, diesen Alltag soll man zurücklassen, man wird aufgefordert, dieser Alltag, der macht dich krank, so wird es auch in diesem Song gesagt, der macht dich krank. Und bitte komm mal mit mir mit, lass den mal zurück.
Und wir machen was ganz Verrücktes, nämlich wir verschwinden spurlos. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt, also wo merke ich jetzt, dass das nicht die Interpretation ist von, da ist jetzt ein Sektenführer, der sagt, du, der Alltag, ne? Das ist ganz schön scheiße. Du merkst auch, dass er dich krank macht. Komm mal mit mir und wir spielen mal gemeinsam eine Brücke runter. Das wird voll cool. Das ist wieder dein Problem, was du mit Martin hattest, mit brennt alles nieder der dritten Wahl, ne? Nicht ganz so. Aber ich in so einer Ebene, im Sinne von, wie soll man es hören? Oder wie kann man es noch deuten? Welche Deutungsmöglichkeiten gibt es noch? Aber das ist ja, also für mich ist das völlig klar, dass das natürlich spurlos verschwinden. Wir ziehen uns zurück, nur wir beide, mehr braucht es nicht. Ist das nicht ein bisschen obsessiv auch? Findest du? Ja, schon. Du hast auch vorhin gesagt, Objekt respektive Subjekt der Begierde. Meinst du, dass da jemand besessen ist und er macht, sagt ja nicht, wir machen das jetzt, sondern er wird ja schon die Meinung einholen. Was ist, wenn die Person sagt, ich weiß gar nicht, ich glaube, der Alltag macht mich gar nicht krank. So, ich will auch gar nicht mitkommen. Und wohin gehen wir denn jetzt eigentlich? Ich würde in meiner WG gerne Zettel hinlegen, wo ich bin. Das ist doch schon weißer Lieferwagen. Hey, Hilfe, lass mich wieder raus. So. Und dann kommt diese ganze Zeit dieser Check in Dauerschleife. Kannst du dir das vorstellen? Das ist, glaube ich, auch nicht so schön. Du bist einfach kein Romantiker. Das ist dein Problem an der Stelle. Und dann siehst du wieder Psychopathen und Sektenanführer, wo keine sind. Ja, ich finde, das ist ein sehr unehrliches Genie. Also ich denke, wir können mal jetzt, glaube ich, zum Schluss kommen. Ich merke, du bist nicht sonderlich warm geworden mit der Band und dennoch finde ich es wahnsinnig nett, freundlich und zugänglich, dass du deine Ohren geöffnet hast und dir das Album, ich glaube, sogar mehrfach angehört hast, nicht nur einmal, um jetzt mit mir drüber zu sprechen, obwohl du wusstest, dass es nicht deine Musik ist. Das finde ich großartig. Deswegen würde ich dich als tolerant bezeichnen und nicht als spießig, weil du dich eben dieser Art von Musik geöffnet hast. Ich muss auch sagen, es war für mich so, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich nur gedacht, es ist nicht meins, so, ne? Ja. Also da habe ich jetzt nicht gedacht, das finde ich jetzt total abstoßend oder was weiß ich, sondern das war irgendwie so ganz subtil, so von wegen, okay, irgendwas finde ich hier dran nicht so, dass es bei mir irgendwie was auslöst, so. Und dann habe ich es mir ein zweites, drittes Mal angehört und dann jedes Mal gedacht, so, was ist das denn? Kann ich das irgendwie festmachen, damit ich dir das auch sagen kann, was genau ich daran nicht so geil finde, sozusagen. Denn wenn ich mich einfach nur hinstelle und sage, also ich find's nicht geil. Und du sagst mir, also ich find's geil. Dann haben wir beide überhaupt nichts gewonnen. Und wir kommen nicht weiter. Genau, ne? Dir vielleicht auch verklickern, was ich daran nicht cool finde, ohne dir jetzt zu sagen. Ich habe viel gelernt schon. Genau, ohne dir jetzt zu sagen, ey, das ist jetzt total scheiße oder sowas. Und dein Verdrängungsprozess hat beim ersten Mal ja auch super geklappt. Also das mit einem ganzen Sommer und so, Blitz und Donner und so weiter umgedreht. Das hast du ja schon mal vergessen. Von daher, ich hoffe, du hast auch in Zukunft noch denselben Hörgenuss, wie du den bislang gehabt hast. Habe ich, aber ich werde unseren Podcast hier nicht nochmal hören, sonst fällt mir das alles wieder auf. Ich finde es super mutig von dir, dass du gleich gesagt hast, wir machen mein Lieblingsalbum von denen. Weil ich nämlich gedacht hatte, okay, lass uns doch einfach das letzte Album von denen machen. Dann bist du nicht so super überzeugt davon. Ich finde das wahrscheinlich auch nicht so geil. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich kenne das ja nicht. Aber dann wäre das vermutlich ein bisschen objektiver sozusagen. Ne? So war es halt so, dass du sehr, sehr positiv voreingenommen warst. Und dass das ja auch irgendwie so ein bisschen Herzensding ist von dir. Darf ja aber gerne polarisieren. Also ich bin da ja tolerant genug, dass andere sagen, nee, ist nicht meine Musik. Ich hätte mir auch ein viel vernichtenderes Urteil von dir erwartet, muss ich ehrlich gestehen. Krass, okay, gut. Hut ab dann von dir. Ich werde beim nächsten Album dann auf jeden Fall, also das nächste Album werde ich dann aussuchen. Da werde ich mir was überlegen, was bei dem ich mir relativ sicher bin, dass das nicht unbedingt deine Musik ist, aber mit dem du vielleicht auch was anfangen kannst. Denk dran, ich werde es dreimal hören. Vielleicht auch vier oder fünfmal. Oh Gott, okay. Dann bitte weiches mit Musik. Okay. Mal gucken. Die 30. Folge von den drei Fragezeichen vielleicht. Wir werden auf jeden Fall, das haben wir uns schon überlegt, das können wir auch, glaube ich, jetzt die Bombe platzen lassen, wenn wir das Thema abschließen. Oder möchtest du noch was zum Album sagen von Virginia Yates? Da habe ich jetzt gut gesagt. Also wir halten fest, gute Band, ungeschlagener Softrock. Ich habe dir kurz nicht zugehört, was? Ich sagte, ist okay. Ach so, okay, alles klar. Und dann kam jetzt die Überleitung wohin?
die Überleitung zur Bombe, die wir platzen lassen, und zwar zu, wir werden das in der nächsten Folge, also in der Dezemberfolge, werden wir keine normale Folge machen, sondern wir werden so ein bisschen eine Recap-Folge, hätte ich jetzt fast gesagt, eine Zusammenfassungsfolge der letzten Folgen machen und einfach mal so ein bisschen rekapitulieren, was ist so, was haben wir rausgefunden in unserem Podcast, wo vielleicht sind noch offene Fragen, die wir klären sollen, ein bisschen in die Richtung. Und apropos offene Fragen, die könnt ihr uns nämlich auch einfach stellen, also das heißt, bitte nutzt die Kommentarfunktion, schickt uns irgendwie, vielleicht auch per E-Mail uns offene Fragen und wir werden versuchen, die in der nächsten Folge zu beantworten. Wenn ihr das jetzt nicht tut, werdet ihr aller Voraussicht nach in 6 Monaten wieder das nächste Mal die Chance haben. Das ist gut, wenn unser Plan aufgeht. Das Dumme ist, dass ich das jetzt gesagt habe, dass sie in 6 Monaten wieder die Chance dazu haben, denn so ist der Druck weg. Ihr werdet wahrscheinlich nie wieder die Chance dazu haben. Wahrscheinlich nie. Niemals. Das ist die einmalige Gelegenheit. Ja. Und dann, wenn genug Fragen kommen, dann überlegt sich Gescher vielleicht nochmal diese Produzentensache. Also es ist eine Win-Win-Situation für alle, außer für Gescher. Ja, und man sollte auch immer im Hinterkopf haben, da könnte so ein 40-Tonner kommen. Just saying. Gut. Wir kommen jetzt, Gescher. Wir kommen jetzt. Und dann kommen wir jetzt zum Abschlusssong. Richtig. Das ist jetzt zum letzten ein Punkt. Ein Song von dem Tag der Kopfkracher. Aus vom 3. Oktober etwa? 3. Oktober, genau richtig. Davon und hast du einen gewählt. Da haben wir den eingespielt und der war sehr spontan. Hat uns Spaß gemacht. Das und, war der sehr spät abends war, oder? Das war der, der mit dem Likör. Mit dem Likör. Na gut. Ja. Richtig. Oha. Da bin ich gespannt. Gut, der Song mit dem Likör. Dann verabschieden wir uns von allen Zuhörern und sagen auf Wiederhören. Tschüss. I'm sitting in the shadow of
the sun.